Ich habe hier ein Real Steel Messer. Das schaut wirklich martialisch aus, wuchtig, massiv, mit vielen Designelementen. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und ob es auch etwas für dich ist, ob in der Vitrine oder auch im Outdoor-Bereich, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Real Steel. Das Messer schaut extrem cool aus. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters, das ist mir ganz klar. Aber es schaut cool aus und es hat mir am Produktbild extrem gut gefallen. Als ich es dann bekommen habe und ausgepackt habe, habe ich auch gesagt, oh, schaut martialisch aus. Aber das liegt natürlich, wie gesagt, im Auge des Betrachters. Das Ding ist wirklich wuchtig. Ich meine, schau dir das nochmal an, diese fette Klinge hier, extrem hoch, auch mit mehreren Klingenbereichen, hier mit einem kleinen Swatch, dann hier das Chimping, das aber nicht so schlimm ist, aber ich mag Chimpings normalerweise nicht und ich mag es auch da nicht, aber das stört jetzt nicht, das ist zumindest nicht so, dass der Daumen gleich abfällt. Der Griff ist sehr eigenartig. Hier hat der Designer ganz genau vorgegeben, wie dieses Messer zu halten ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, als hier herzugreifen, um damit zu arbeiten, was wir dann auch gleich tun werden. Da auch noch einmal solche, wie beim Chimping sozusagen, solche Ausnehmungen, die aber auch nicht ernsthaft wehtun. Dann da einen Glasbrecher bzw. einen Argumentationsverstärker, ja, einen Dorn. Da ist auch gleichzeitig, ich meine, Dorn ist nicht spitz oder sowas, aber trotz alledem, huhu. Dann hier hinten kann man das Lineal durchgeben. Dadurch kann man das Messer dann auch weiter hinten nehmen, wenn man es wirklich für den Outdoor-Bereich nehmen wollte, zum Hacken. Das wird sich dann auf jeden Fall ausgehen. Und wenn du dir den Griff anschaust oben, der fällt hier ab. Das heißt, die Idee ist, dass du da vorne, ja, das Messer greifst. Das ist auch die dazugehörige Ausnehmung. Das heißt, Power Cut haben wir uns dann nachher und Reverse Grip schauen wir uns dann an. Ist bedingt möglich. Gar nicht einmal so schlecht, weil das gar nicht einmal so weh tut, aber ist einfach so. Und fällt dann hier ab. Das heißt, du hast da hinten viel weniger Fleisch, da wo man es normalerweise beim kleinen und Ringfinger mehr Fleisch hat, das fehlt hier total. Ich weiß es noch nicht, was ich davon halten soll. Weil ich möchte gleich einen Vergleich machen, bevor ich dann zur Scheide komme. Und zwar, ich nehme jetzt hier zum Beispiel ein Topsmesser, das Bushcraft, Fieldcraft von The Brotherhood of Bushcraft, das Bob. Ja? Übrigens, beide Messer gibt es bei mir im Shop, wenn das interessiert, ist billige Eigenwerbung, gebe ich da den Links, klar. Aber da ist es so, da hat man einfach, da hat der Designer gesagt, greif es wie du magst, so wie ich das zum Beispiel beim Bushcraft Bieber auch gemacht habe oder gesagt habe, dass ich das so will. Also das ist mir ganz einfach wichtig, sagen wir das so. Ja, das ist hier anders. Aber trotz alledem greift es sich extrem gut an. Und was halt auffällt ist, wenn du dir die zwei Griffe da jetzt so nebeneinander legst, das ist einfach ein gerader Griff, leicht ab, der leicht abgeht. Ich weiß, was ich tue. Und der hier, der Griff, fällt ab. Und das gibt dem Messer eine ganz andere Handlage. Eigenartig. Aber jetzt schauen wir uns noch die Scheide an und dann arbeiten wir endlich, um herauszufinden, ob dieser D2-Stahlbomber auch was kann. Und zwar, du kriegst eine Kydex-Scheide mitgeliefert. Das Messer sitzt bombenfest. Dann hier hinten, das ist so wie beim Gurt im Auto, der Sicherheitsgurt, das Material. Sehr angenehm, sehr leicht, finde ich gut. Auch der Clip hier vorne geht eigentlich normalerweise gut zu. Ist so gemacht, dass das Messer reinpasst, aber man nicht irgendwo ziehen muss. Also das ist wirklich schön gemacht, das gibt es überhaupt nichts. Kannst auch eine Decklock montieren hier hinten und kannst alles abschrauben. Und also da gibt es mal überhaupt nichts zum Sempern. Dann arbeiten wir mal. Und zwar mal was Feines. Okay. Du hast hier eine recht große Schleifkerbe und ich wollte das Messer instinktiv weiter vorne nehmen und habe mir gedacht, na, warte mal, ich habe beim ersten Mal da angesetzt und da kriege ich überhaupt keine Kraft drauf. Also da hat es, da beißt es nicht. Sondern man muss es wirklich genau da ansetzen, bei der Schleifkerbe. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, ich kriege auch viele Kommentare immer wieder mit und habe gestern mit einer Gruppe von Leuten, die bei mir im Bushcraft-Areal, im Rainer Rossmann Bushcraft-Camp sind, geplaudert. Wenn ihr das Video seht, beste Grüße an euch raus. War sehr, sehr nett. Auf jeden Fall haben wir die gesagt, ja, und du hast halt immer was zum Meckern bei den Messern. Naja, das ist natürlich richtig, grundsätzlich. Aber das heißt ja nicht, dass das Messer schlecht ist.
Und auch der Bushcraft-Biber ist nicht perfekt, ja, das ist mir schon klar. Aber da läuft irgendein Viech auf meiner Glatze herum. Das mag ich überhaupt nicht. So, Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich immer was sempere, aber es ist so. Ja? Das heißt ja nicht, dass das Messer schlecht ist. Aber es wäre schön gewesen, wenn nicht so eine große Schleifkerbe da ist. Und dann könnte ich dann, genau da, wo ich maximalen Druck ausüben kann, haben die Idioten, wollte ich das jetzt sagen, oder habe ich das gedacht, nein, ich will das natürlich nicht sagen, die Schleifkerbe so groß gemacht. Ich habe da eh dementsprechend Schutz. Wäre es dann nicht cool gewesen, ich weiß, ich komme schon wieder ins Meckern, ins Sudern, aber dieses kleine Element ein bisschen weiter nach vorzugeben und dafür die Klinge ganz anzusetzen und nur eine kleine Schleifkerbe zu machen oder gar keine oder wie auch immer. Also das für feine Arbeiten, wobei das Messer sowieso ein Rettungsbrachialtaktikelmesser irgendwie ist, aber das geht nicht. Was man auch, wenn jetzt, wo ich da so mal ein bisschen arbeite, merke ich, dass die Schneide nicht gerade ist, sondern nach innen geht. Das gibt dem Ganzen, das finde ich jetzt gar nicht unangenehm, das ist in Ordnung. Beim Schleifen, beim normalen Schleifstein wird das spannend, da muss man mit einem Stab arbeiten, den es übrigens auch für mich im Shop gibt, das ist ganz klar. Aber ja, das ist das Einzige, wo ich jetzt einmal sage, Leute, das hättet ihr besser machen können, das hättet ihr besser machen können. Aber sonst, auch die Handlage, das ist einmal alles okay. Jetzt nehmen wir den Reverse Grip. Ja? Ich mag es normalerweise nicht, wenn da irgendwelche Huckerl rausstehen, aber bei dem Messer ist es interessanterweise so, dass das gar nicht einmal so weh tut. Meine Diva-Hände sagen nichts, sagen nicht, oh, sondern sagen, ja, es könnte besser sein. Aber sie sempern nicht herum. Ja? Also das geht gerade noch, wobei es natürlich nicht optimal ist für den Reverse Grip, aber soll so sein. Soll so sein. Du siehst scharf ist es. Die Zweistahl kommt auch sehr scharf geliefert, das passt. Auch der Klingenbereich hier vorne ist gut, also man kann schön locken damit machen, ist wirklich, wirklich sehr, sehr fein gemacht. Da gibt es überhaupt nichts. Also ich finde das Messer grundsätzlich einmal absolut in Ordnung. Wenn dir dieses Design auch insgesamt gefällt und du es nicht nur, dass du sagst, okay, ich möchte es jetzt nicht nur in der Vitrine liegen haben, ja, ist es absolut in Ordnung. Ja, es ist... Das mit dem Reverse Grip geht auch. Wollen wir noch einmal greifen hier? Das ist fast ein bisschen zu blatt. Also so wie ich eigentlich. Aber beim Messer könnte man es einfacher ändern als bei mir. Aber das ist ein anderes Thema. Hier, das Element hier, dass der Griff so eckig hineingeht in das Messer, ist ganz nett. Merke ich halt, wenn ich jetzt das Messer so halte, zum Bohren zum Beispiel, merke ich hier, also mein Zeigefinger bleibt nicht auf der Klinge, das ist aber nicht unangenehm, das passt alles ganz gut, das geht auch. Also ja, ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, wir hacken einfach was, oder? Wie ich schon gefühlt eine Million Mal gesagt habe, liebe Leute, ich bin hier auf Waldurlaub.at im Buschkraftareal, das heißt, ich habe die Erlaubnis hier zu hacken und zu arbeiten. Hier hinter der Kamera ist ein Parkplatz, das heißt, diese Haselsträucher, die da reinwachsen, die werden sowieso immer zurückgeschnitten und ich nutze die Möglichkeit gleich ein Messer damit zu testen. Das heißt, dieser Baum oder dieser Ast, dieser Teil des Baumes stirbt nicht aus dem Grund, weil ich ein böser, unverbesserlicher Naturzerstörer bin, sondern weil es sowieso passieren wird. Naja, ach, Grammar ist nicht. Grammar ist nicht. Es hat schon einen Zug, das mag ich zugeben. Ja, also es war im Endeffekt zweimal. Einmal habe ich daneben geschlagen. Das sieht man hier. Da, an der Stelle habe ich daneben geschlagen. Also, ein Grammar ist es nicht, aber es geht auf jeden Fall. Ja. Es geht auf jeden Fall, hier gewisse Hackarbeiten zu machen. Also siehst du eh, ne? Da jetzt. Es dringt schon ein. Überhaupt nicht, besonders wenn man eine Lehnjahr noch hinten hätte, könnte ich mir vorstellen, dass man es wirklich ganz weit hinten nimmt, dann hat das sicher noch einmal fetten Zug, aber dafür ist es eigentlich, ich weiß nicht, wofür es eigentlich gemacht ist, aber ja, aber es geht. Es geht, es geht, es geht, aber es gibt Besseres, muss man auch sagen. Also ja, ich bin irgendwie hin und her gerissen, ja. Ich bin hin und her gerissen, es ist durchaus in Ordnung, aber ich würde als Bushcraft oder Survival Trainings Outdoor-Messer irgendwas anderes verwenden, muss ich auch sagen. Wer aber sagt, ja, das Design ist so ansprechend und so cool und ich will das, aber will es nicht nur in der Vitrine haben zum Sammeln, wo es einiges hermacht, auch mit dem Blau, diese blauen Einlagen hier, das kann schon was, das finde ich richtig schön, ja. Und der aber sagt, ich möchte damit auch arbeiten, kann ich sagen, ja, es geht. Aber es gibt Besseres, ja. Es gibt sicher Besseres, aber es gibt viel, 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 viel andere
Teile, die schlechter sind. Wie gesagt, das ist für mich ein Manko, das taugt mir nicht. Aber sonst kann ich durchaus sagen, Daumen so halb nach oben. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist durchaus in Ordnung. Gebt da den Link in meinen Shop für alle denen es taugt und wissen jetzt, was sie daran haben. Also es ist solide verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts. Feuerstahlbedienung geht sicherlich nicht. Das kann ich gleich sagen. Da musst du, ich weiß, was ich tue, auf sowas hier greifen. Habe ich auch bei mir zum Beispiel einen Shop, wenn du was Bushcraftigeres willst, wie zum Beispiel auch von Real Steel, der Bushcraft 3, glaube ich, ist das. Wenn dir das bewusst ist, da habe ich ein Video gemacht, gebe ich da oben beim i den Link oder geh auf meinen Shop, gebe da unten den Link, dort ist auch das Video drin. Dass man hier halt den Guard nicht so toll hat, das ist hier, also das ist absolut sicher, das ist wirklich, da hast du was in der Hand. Also zum Beispiel, wie gesagt, ich sehe es eher als taktisches Einsatzmesser, um was aufzubrechen und auch so irgendwie, da ist es auf jeden Fall okay. Aber im Outdoor-Bereich würde ich eher auf sowas hier greifen oder zum Beispiel hier das Tops, ist auch ein tolles Messer, das Fieldcraft. Wenn auch du da mal ein Video dazu haben willst, dann schreib mal einen Kommentar, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, das war's jetzt. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Wo ist das Einsatzgebiet von diesem Real Steel Messer? Gib dir den Link zu den Produkten in den Shop, weil es billige Eigenwerbung ist, so wie immer. Abo dalassen, ein paar andere Videos zum Anschauen. Ich werde jetzt noch den Tag hier genießen auf Aldo Labate. Dein Rainer Rossmann, bis dann und ciao, ciao.